Hier nach vorne. Herzlich willkommen zur Trainerkonferenz heute am 7. Spieltag. Wir begrüßen ganz herzlich den Freund Stefan Dächer vom TSV Mannheim als Trainer und den Nogger, auch im neuen Jahr. Wir handhaben das hier immer so, dass wir euch kurz erstmal unterschreiben lassen natürlich, damit der Steff da auch was ins Internet stellen kann. Sonst erkennt uns ja eh kein Mensch. Dass ihr kurz jeder ein Statement zum Spiel macht und ich euch noch ein paar Fragen stelle. Insofern gebührt dir als Gast und als Sieger natürlich auch das erste Wort zum Spiel. Ja. Ich versuche es mal so. Naja, wir sind natürlich jetzt sehr zufrieden. Ich bin im Vorfeld mit einem unguten Gefühl hier nach Nürnberg gefahren. Zum einen liegt es daran, dass wir im Hinspiel gesehen haben, wie stark die Nürnberger sind, wie viele technisch gute Jungs in der Mannschaft sind. Und wir hatten große Probleme im Hinspiel. Es war ein tolles Hallenhockeyspiel, denke ich, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Und das war auch ein enges Spiel bis zum Schluss. Und ich denke, heute war so der Winner, dass wir relativ schnell 3-0 in Führung waren. Da haben wir von ziemlich einfachen Fehlern profitiert. Haben die erste Halbzeit, wir wollten in der Manndeckung beginnen, das haben wir auch getan. Und nach so 15 Minuten habe ich gesehen, dass wir die Spielkontrolle verloren haben und dass Nürnberg immer stärker wurde. Wir hatten viele Szenen, wo Nürnberg rechts in den Kreis eindringen konnte und das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Wir haben dann umgestellt, Ende der ersten Halbzeit, auf Raumdeckung. Das kann man tun, wenn man führt. Und wir wollten es einfach auch mal testen. Das ging ganz gut. Und ich hatte den Eindruck, dass den Nürnbergern dann die Spielidee etwas ausgegangen ist. Und ja, so ging es in die Halbzeit. Die zweite Hälfte auch sehr zäh aus meiner Sicht. Also stand lange 4-2, keine Tore sind gefallen und ja, das war dann, denke ich, ganz gut für uns, dass wir mit der Führung im Rücken eben abwarten konnten und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben. Dann war es schwer für den NHDC da nochmal zuzulegen, aber ich bin insgesamt mit der Leistung meiner Jungs nicht ganz zufrieden. Ich glaube, wir können besser spielen, mutiger, selbstbewusster spielen, den Ball schneller laufen lassen. Ne? Und trotzdem letztendlich total froh, dass wir hier die 3 Punkte bekommen. Ja, aus meiner Sicht gibt es da nicht gar nicht viel Kritik an dem, was der Stefan gesagt hat. Taktisch völlig richtig. Ich fand, wir haben am Anfang 2 Chancen gehabt über den King. Da haben wir versucht, ein paar Nadelstiche zu setzen. Das ist leider nicht gelungen. Ja, dann schnell diese 0-3 Rückstand. Wo wir halt jetzt, ich sag mal, der Unerfahrenheit so ein bisschen Rechnung tragen mussten. Das waren einfache Fehler, wie du schon richtig sagtest, die dann zu den Toren führten. Wir haben dann tatsächlich umgestellt. Wir wollten weg von der linken Seite hin zur rechten Seite. Das ist uns auch gelungen. Aber auch da haben wir uns letztlich zu wenig noch belohnen können. Ich fand, es gab ein paar Knackstellen, auch wenn ich letztlich der Meinung war, dass wir das Spiel eigentlich nie hätten gewinnen können. Aber wir haben die Ecke zum 4-3, ja, die kurz vor der Pause kann reingehen. Ja, ihr verballert eure Ecke dann zwar auch noch, ja, aber wenn wir das 4-3 machen, dann wird es noch mal enger. Und wenn es uns nach der Pause vielleicht gelingt, auch noch mal so einen nachzulegen, dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Ja. Aber ansonsten war es so, wie ich erwartet habe, dass wir mit der sehr jungen Mannschaft so ein bisschen Tribut zollen müssen, dem Tempo, dem das Mannheim vorlegt. Und wir haben das immer gesehen, unsere eigenen Konter waren deswegen nicht ganz so gut, weil Mannheim sehr, sehr gut in der Rückwärtsbewegung gearbeitet hat. Die Konter von Mannheim waren im Gegensatz zumindest immer optisch wesentlich gefährlicher, weil die sehr, sehr schnell nach vorne gespielt haben und bei uns so die Rückwärtsbewegung nicht ganz so top war. Ja? So, das sind so die Unterschiede gewesen und in meinen Augen geht der Sieg natürlich völlig in Ordnung. Ich hätte gern am Ende die beiden Dinger noch drin gesehen, vom Finn und vom Frederik, dann wäre es vielleicht 7-5 ausgegangen. Hätte schöner ausgesehen. Okay, nachdem wir so lange Statements gemacht haben, sind wir ja fast fertig. Ne? Da fällt mir schon schwer, noch ein paar Fragen zu stellen, aber
Das ist schon lustig, weil ich gerade den Stefan gefragt habe. Ich sage, ich habe eigentlich bisher hier keine bessere, souveränere Mannschaft gesehen. Ich habe die TSV mal sehr stark gesehen und gesagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Mannschaft. Also insofern darf man ja, muss ich mich ein bisschen wundern, dass du sagst, ihr verliert auf jeden Fall morgen. Aber da kommen wir gleich dazu. Also ich fand, ihr habt das sehr reif gespielt. Und meine Frage gerade, weil ja, wir haben sehr eine junge Truppe gehabt, nochmal, das ist richtig. Aber wenn man beim TSV Mannheim mal schaut, gerade der 96er Jahrgang, der in Schwabach deutscher Meister in der Halle geworden ist, sind ein paar dabei. Einige spielen morgen, da sucht der Stefan sich noch ein paar aus. Also das wirkt alles noch ein bisschen reifer. Da hast du ja doch einen ganz ordentlichen Schatz, aus dem du da wählen kannst, nehme ich mal. Ne? Oder auch gerade, wie macht ihr das, dass ihr eben diese 96er Jahre schon so weit habt, dass ihr ein absolut reifes Hockey spielt? Also schwierig, die Frage. Ist ja so, dass wenig Spieler im Kader sind, die schon etwas älter sind. Ne? Also die Truppe ist sehr jung. Wenn man das heute vergleicht, vielleicht, glaube ich, war der NHTC noch ein Ticken jünger. Aber viele spielen auch schon 2 Jahre jetzt in den Herren. Da kann man schon was erwarten. Und viele sind ja auch im DHB-Kreis dabei. Also da sind schon Talente da. In der Halle ist es immer etwas schwieriger. Wir haben einen Kader von 15 Feldspielern und 3 Keepern. Und da will natürlich jeder spielen. Ne? Insofern war das jetzt auch vor dem Wochenende so abgesprochen, dass wir da auch wechseln, weil die Leistungsunterschiede auch sehr, sehr dünn sind. Ne? Also da kann ich mit gutem Gewissen sagen, wir wechseln morgen und da ist auch kein großer Leistungsabfall. Ne? Im Gegenteil. Alle sind top motiviert und zu deiner, also ich glaube schon, dass wir morgen eine Chance haben zu gewinnen, also ganz so würde ich das nicht sagen, aber MHC ist schon die stabilste Mannschaft, auch mit der meisten Erfahrung. Wenn es uns gelingt, und das ist uns in der ganzen Runde bisher noch nicht gelungen, unsere Ecken mal vernünftig zu verwandeln, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Wir haben das Hinspiel 0-5 verloren, waren nicht unbedingt in den ersten 30 Minuten die schlechtere Mannschaft, im Gegenteil. Aber ja, darum geht es, die Dinger reinzumachen. Und ich glaube, heute hatten wir auch wieder 6 Ecken. Ich glaube, eine war drin vielleicht. Das müssen wir besser machen. Ich habe ganz kurz noch ein Statement hierzu. Der Unterschied ist tatsächlich, 96er Jahrgänge, sehr, sehr viele Nationalspieler, C-Kaderspieler dabei, die eben schon die Bundesliga-Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben hier von den jungen Spielern 98er, die das erste Mal Bundesliga spielen. Und das ist ein unfassbarer Unterschied. Ja? Also für die Jungs ist das ein Quantensprung. Ein Quantensprung vom Jugendhockey hin ins Bundesliga-Hockey. Und auch die 96er hier aus Mannheim, die haben da auch ordentlich Lehrgeld zahlen müssen, als sie da in die Bundesliga reingekommen sind. Ja? Da kann der Stefan auch ein Lied von singen. Zweiter großer Unterschied ist, und das ist für uns ein bisschen schade, ich habe leider nicht so einen großen Kader, die 3 jetzt, die heute noch gefehlt haben, sind krank oder Weisheitszahn ist weg oder keine Ahnung, sind verletzt, die fehlen und dann haben wir halt leider viele Leute, die eine Hallenpause einlegen. Das macht halt dann auch nochmal den Unterschied, was die Kaderbreite anbelangt. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, aber insofern macht er mich heute eh arbeitslos, denn dann vielleicht den Ausblick bei dir, du hast schon gesagt, morgen MHC spielt ihr zu Hause oder beim MHC? Nee, wir spielen zu Hause. Das ist ja ein Riesenvorteil in Mannheim, wenn man zu Hause spielt. Ja, ist schon ein Vorteil bei uns, wobei auch das Auswärtsspiel beim MHC war eigentlich ein Heimspiel. Das denke ich mir, haben wir ja heute auch gehört, das macht er ja ganz ordentlich. Ja, Nogga, morgen bei dir wird es ein spannenderes Statement, was du mit welcher Truppe und was ihr euch morgen vornehmt. Also wir werden morgen mit der gleichen Mannschaft spielen, mit der wir heute aufgelaufen sind. Es wird ein ganz anderes Spiel sein, deutlich langsamer. Frankfurt 80 wird wieder 60 Minuten hinten drin stehen und auf irgendwelche Fehler lauern, was uns vielleicht eine Möglichkeit gibt, auch so mal die Lücken zu suchen. Bin mal gespannt, wie sich hier mein Kindergarten gegen diese Brocken durchsetzen wird. Ja, ich hoffe, dass wir gewinnen, dass wir einen Punkt holen und den Klassenerhalt damit sichern. Ja, mal sehen. Also das denke ich, wünschen wir uns auch. Und euch wünschen wir dann auch alles Gute für die Playoffs, dass ihr das dann schafft. Okay, also vielen Dank. Ciao.